Einen wunderschönen. Heute geht es mal so ein bisschen darum, wie man den Hintergrund entfernen kann, dass er nur das Motiv aus nur noch überhaupt vorweg schon mal. Dazu benötigt ihr allerdings auch Photoshop mit, weil der Livestream selber das leider nicht nur funktioniert. Dementsprechend, wenn ihr Photoshop auch mit habt, bleibt gerne dran. Fangen wir wie gehabt an. Einmal eben die Autokorrekturen. Passt, wie gesagt. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Motiv und Hintergrund machen wollt, hier allerdings jetzt bei nur das Motiv, weil das Ganze wird natürlich dementsprechend noch von dem Hintergrund mit entfernt. Dementsprechend macht es keinen Sinn, auf den Hintergrund mit anzupassen. Einmal wieder das Licht, Belichtung minimal hoch, mache ich ganz gerne. Kontrast noch ein bisschen runter. Dann bei Temperatur kann man natürlich dementsprechend gucken, je nachdem wie es passt. Ich mache es hier jetzt minimal so in Richtung Blaubereich. Geht dann natürlich, ist an sich für mich die Grundbearbeitung jetzt erstmal fertig. Dann über Rechtsklick in Photoshop bearbeiten. Ich würde auch empfehlen, Photoshop im Vorfeld schon einmal zu öffnen. Dann die Dokumentenfarben in Arbeitsfarbraum konvertieren. So mache ich das. Und haben dann hier unten direkt den Hintergrund entfernen. Dauert eben ein paar Sekunden. Und ihr habt das Motiv freigestellt. Dann einmal ganz standardmäßig Datei exportieren und entweder exportieren als oder eigentlich braucht ihr es als PNG, schnell exportieren und dann habt ihr das Ganze fertig. Das Ganze geht natürlich auch, wenn die Person es nicht komplett drauf ist. Gehen wir einmal wieder zurück in Lightroom, haben noch ein anderes Motiv. Wie gehabt, einmal eine kurze Autokorrektur, ihr könnt noch einmal mitgucken. Für mich passt das so. Machen dann das gleiche wieder. Motiv. Licht, Belichtung. Hier würde ich es allerdings tatsächlich ein bisschen bisschen dunkler machen. Kontrast minimal höher. Und ihr seht, ich habe das nun 2 Punkte höher gemacht. Musst du natürlich selber gucken, je nach Bild. Gleiche Prozedere in Photoshop bearbeiten. Gleiche Prozedere. Hintergrund entfernen. Kannst das Ganze natürlich auch von vornherein in Photoshop bearbeiten. Ich finde es in Lightroom lediglich angenehmer zu bearbeiten. Wenn man jetzt so, wie ich das mache, Motive nimmt. Hier das gleiche Spiel wieder, Datei exportieren, schnell Export als PNG, damit auch wirklich der Hintergrund dann fertig ist. Das Ganze geht natürlich auch mit Zieren. Ich habe jetzt schon eben so die Grundbearbeitung einmal fertig gemacht, dann wieder wie gehabt in Photoshop bearbeiten, übernehmen, Hintergrund entfernen. Und hier haben wir jetzt noch den Punkt, weil natürlich noch was im Hintergrund ist, denkt Photoshop natürlich, das gehört auch noch mit zu. Haben hier dann noch einmal den Bereichspinsel und können damit dann das Ganze auch noch einmal mit entfernen. So, dann ist das mit weg und ihr habt jetzt in dem Fall nur den Adler, hier können wir auch noch mal ein bisschen korrigieren. Hier auch noch mal eben. Und ihr habt in dem Fall dann einfach nur den Adler fertig. Gleiche Prinzip, Datei, schnell exportieren. Du weißt es mittlerweile. Ja, in dem Sinne wünsche ich dir damit viel Spaß. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob du sowas auch mal ganz gerne nutzt. Ich nutze sowas eher selten. Wollte es aber heute einmal mit eingebracht haben. Dementsprechend würde mich mal interessieren,
von dir, ob du sowas auch mitnutzt. Wenn ja, wofür? Wenn du sowieso auf dem Weg nach unten bist, würde es mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. In der Infobox sind noch meine Social Media Links sowie mein Discord verlinkt. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Bis dahin. Ciao, ciao.